Saarbrücken 1:1 bei der Eintracht aus Trier. Wie ist deine Einschätzung vom Spiel heute? Ja, ich glaube, wir haben ein sehr gutes Spiel heute hier gemacht. Ja. Erste Halbzeit den Ball sehr gut laufen lassen, die eine oder andere Chance rausgespielt, dann das Tor gemacht. Das hat die Mannschaft sehr gut gemacht bei den Temperaturen. Zweite Halbzeit auch, wir haben kaum was zugelassen, außer mal einen Fernschuss. Und ja, schade, die letzte Minute dann, unser Spieler verletzt am Boden liegt und weitergespielt wird. Aber da muss man draus lernen, ja, man muss immer weitermachen, bis der Schiedsrichter schlussendlich abpfeift. Du hast gerade angesprochen, die letzte Minute war sehr viel Chaos. Man hat es nicht so verfolgen können, was da genau passiert ist. Weißt du etwa, wer jetzt rot gesehen hat, wer jetzt gelb gesehen hat oder was da genau geschehen ist? Ja, Sven Zöckler hat er rot gezeigt, aber Sven hat nichts gesagt. Hat der Gegner gehört, dass er nichts gesagt hat. Wir müssen noch mal reden, ich möchte jetzt nicht weiter ausführen. Ja. Aber ja, war schade, dass wir uns um den verdienten Lohn gebracht haben heute, weil wir hätten es verdient, waren die bessere Mannschaft. Du musstest wegen den Ausfällen von Aisch und Ali die Abwehr etwas umbauen. Wie zufrieden warst du mit Marc Gallego als Innenverteidiger und generell der Rest? Gut. Alle, die reingekommen sind, auch in Erik Lickert. Ja, wir mussten einige Positionen umstellen und so. Und das hat man gesehen, wir haben ja nichts zugelassen. Von dem her haben wir das sehr gut gemacht. Und zu guter Letzt, Erik Lickert und Kai Hesse mussten den Platz mit Hilfe verlassen. Kann man da schon was sagen zu den beiden? Beim Kai, der hat Muskulärprobleme gehabt, was genau, müssen wir mal sehen. Und ja, Erik hat einen Schlag auf den Kehlkopf bekommen, da müssen wir erstmal abwarten. Christian, ein 1:1 in einem am Ende rasanten Spiel gegen Eintracht Trier. Wie war deine Sicht vom Spiel heute? Ja, ich denke, wir haben das Spiel kontrolliert, hatten mehr vom Spiel, haben mehr Torchancen gehabt. Eigentlich hätte es nur einen Sieger geben dürfen, das wären wir gewesen. Marco, 1:1 bei der Eintracht aus Trier. Am Ende war das ja nicht verdient, der Ausgleich, oder? Ja, ich denke, wir haben ein super Spiel gemacht, trotz den heißen Temperaturen und müssten eventuell das zweite oder dritte Tor nachlegen, dass wir den Sack früher zumachen. So ist halt eine unglückliche Aktion. Der Erik Lickert liegt da hinten rechts und Trierer spielen weiter und so kassieren wir den Ausgleich.